So. Auf geht's. Wir wollen hier fliegen. Ohne Ada. Das können wir wieder ein bisschen lauter machen. Jetzt sind wir ja weitestgehend weg von dieser Sirene. 5 Minuten until detonation. What the hell? 5 Minuten nur noch. Na dann. Sattelt die Hühner. Ein riesiger Aufzug, mit dem man zur Plattform kommt. Wollen Sie ihn aktivieren? Jo. Oh, was kommt denn da? Oh Gott. Hallo, William. Die, die, Motherfucker. Das ging schnell. Jetzt haben wir ihn, glaube ich, bloß wütend gemacht. Weg hier. So. Komm, 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 komm. Ah! Gott, jetzt hat er uns erwischt. Stirb! Stirb! Die, Motherfucker! So, wir checken mal wieder unsere Health. Die sieht noch gut aus. Wir laden nach. So, das wär's dann gewesen, ne? Ah, der Lift kommt gerade rechtzeitig an. Just in time. Während William da rumschlabbert, steigen wir in den Lift und verziehen uns quasi. Jetzt leckt das hier auch noch im letzten Part, ne? Und weg. Das müsste es dann gewesen sein. So, Leute, wir haben Resident Evil 2 erfolgreich geschafft. Ich mach noch mal ein bisschen leise hier. Ich möchte noch mal ein bisschen reden. Ah, Claire ist auch gerettet. Oh, da ist wahrscheinlich Sherry Birkin dabei, die Claire gerettet hat. Are you okay? Yes, I'm fine. Ich spiele hier gerne mal mit der Volume. No. I have to find my brother. You're right. This is just the beginning. So, Freunde, wir haben es erfolgreich geschafft, Resident Evil 2 durchzuspielen mit obercooler Credits-Musik. Hört euch nur mal die Bassline an. So, was ich dazu noch sagen möchte, das Szenario A war das hier gerade. Hat mir sehr gut gefallen, dieses Spiel zu Let's Playen. Hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Bin endlich mal froh, dazu gekommen zu sein, diesen Klassiker, der es ja nun wirklich bereits ist, mal wieder durchzuspielen. Und das Spiel besteht ja eigentlich aus zwei CDs, einmal für Leon und einmal für Claire. Und ja, das hat mir halt so viel Spaß gemacht, da könnt ihr halt darauf wetten, dass noch die Claire-CD hinterherkommt. Also quasi Resident Evil 2 nochmal, nur mit Claire dann.
Und ja, ich lasse jetzt erstmal den Abspann hier laufen, so wie er läuft, und melde mich dann erstmal am Ende vom Abspann dann zurück. So, dann schauen wir uns mal unsere Wertung an, ne? Schöne Konzeptart übrigens. Finde ich. Glückwunsch, Rang A. Und wie gesagt, Leon im Szenario A. Und die Gesamtzeit 3 Stunden und 21 Minuten, Anzahl der Speicherungen 0. Ja, das war, weil ich halt ja über Emulator meine Save States machen konnte, wie ich ja schon bereits erklärt habe. Rang A haben wir erfolgreich abgeschlossen. Das ist nicht schlecht. Hätte nicht gedacht, dass ich da so gut drin bin. Jo. Gut. Ich denke mal, jetzt gelangen wir. Also. Nee, möchten wir nicht speichern. Wir machen jetzt Szenario B dann nicht mehr. Wir machen bloß noch mit Claire dann. Noch so ein bisschen Action und höchstwahrscheinlich wird dann auch noch Resident Evil 1 und Resident Evil 3 kommen, je nachdem, wie lustig ich drauf habe. Ich bedanke mich vor allen Dingen bei euch Leuten fürs Zuschauen und für die Geduld, weil das Let's Play hatte ja auch eine ziemlich lange Pause zwischendurch. Und ich möchte mich in meinem Namen halt bei euch allen bedanken für positives Feedback, Reaktionen und so weiter. Also, wir sehen uns hoffentlich zu einem anderen Let's Play bald mal wieder. Tschaußen.